Meine Lieben, guten Morgen. Wir haben jetzt 11:45 und wir sind wieder auf Achse. Heute sind wir im wunderschönen Venlo. Wir sind nämlich gerade angekommen, also Ermin und ich, und haben gerade bemerkt, hier gibt es keine Maskenpflicht. Alle laufen ohne Maske rum. Ich denke mal, aber in den Läden wahrscheinlich mit Maske, aber hier jetzt gerade nicht. Oder vielleicht auch in der Einkaufsstraße, ich weiß es nicht. Wir sind jetzt gerade hier noch auf dem Parkplatz. Der Ermin hat sein Handy im Auto vergessen. Holt es gerade. Ja, und jetzt gehen wir ein bisschen shoppen, machen uns einen schönen Tag. Ein bisschen was essen hier. Wetter ist traumhaft. Schön sonnig. Mega. Besser kann es nicht werden. We don't have to hide. I wanna go. Do you wanna follow? There's something in the air. I can't explain it, but it's there. Ain't nobody gonna find us in our secret love affair. I don't wanna have to hide no more. It shouldn't be unfair. So, wir waren jetzt Schuhe holen. Für mich ist das hier der beste Schuhladen in Venlo. Schuhs Sport. Da müsst ihr auf jeden Fall reingehen. Da gibt es echt gute Preise, echt geile Schuhe. Mein Gott, wir sind 20 Minuten hier und jetzt wird sich jetzt schon das dritte Paar Billigschuhe gekauft. Richtig schlimm. Es ist unglaublich voll hier. Madame hat jetzt eine Krokette. Jetzt ein paar Schuhe geholt. Was hast du gekauft, Schatz? Gar nichts. Das da. Aber für mich? Ja. Ich denke immer an die andere, nicht wie du. Es ist wirklich voll hier und irgendwie sehr viele Holländer sind ganz schön dumm und tragen keine Maske. Wir sind hier gerade im Laden, der heißt Wunderland Fashion, wo einfach so eine Ecke hier ist. Schaut euch das mal an. Schön, ne? Guckt mal, wie schön es hier ist. Hier sonnen sich alle. Ach, ist das schön. So, ihr Lieben, wir sitzen jetzt hier in einem Restaurant. Wir saßen schon in einem anderen daneben, aber irgendwie kam ich mit der Karte nicht klar. Das war nicht so das, was wir wollten, oder keine Ahnung, ich kam da einfach nicht klar und da gab es irgendwie nur Sandwiches. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Also es ist im Prinzip so, dass die Niki absolut keinen Plan davon hat, Holländisch in Deutsch zu übersetzen. Die Karten sind nur auf Holländisch, ich habe nichts verstanden. Aber wir haben uns durchgewuselt, oder? Ja, wir sind jetzt in dem Laden daneben. Ermin hat sich eine Cola bestellt. Das ist das Pepsi. Ja. Mini-Pepsi. Ich wollte eigentlich einen Cider, aber gibt's hier nicht. Gibt's nicht. Oh, die Sonne brennt so schön gerade hier. Gibt kein Cider, gibt kein Primark. Ich habe ein Aperol. Primark, ja, die Schlange war mega lang. Deswegen haben wir uns gedacht, lass mal stecken. So, und jetzt mussten wir uns hier auch durch diese holländische Karte durchwuseln. Ich habe mich jetzt hier für dieses Club Sandwich Carpaccio entschieden. Das ist, kann man hier mit so dunklem oder hellem Brot bestellen. Oder ich hätte sonst einen Salat genommen. Ich weiß gar nicht, wie der ist. So ein Carpaccio-Salat. Oder so eine Bowl, die haben sich auch ganz lecker angehört, aber das ist Sushi und da sind irgendwie noch Erdbeeren drin. Man kann man gar nicht verstehen. So irgendwie mit Erdbeeren und ja, weiß ich nicht, war mir zu exotisch. Du nimmst einen Burger? Ja. Welchen hast du dir bestellt?
Cheeseburger. Einfach nur ein Cheeseburger. Ja, der Mann ist. Der Mann ist easy. So, jetzt chillen wir hier so ein bisschen unser Leben und dann geht's gleich weiter. So, unser Essen ist da. Baby hat einen XXL-Burger. Der ist voll groß. Und das ist meins. Sticks, geil. Ah, das sieht echt gut aus. Das sieht echt lecker aus. So, ihr Lieben, hier sind wir wieder zurück aus Venlo, wieder zu Hause. Wir waren noch bei den zwei Brüdern, da war auch eine ganz, ganz lange Schlange. Und oh, wir sind da zügig reingekommen. Dann haben wir dafür 60 Euro eingekauft. Wir haben mitgenommen 24 Stück Dosen von Pepsi Max Cherry, ne? Ja, ich habe mich da ein bisschen vergriffen. Es ist Zero, aber 6,99. Naja, für 7 Euro. Eine ganze Palette. Dasselbe nochmal von meiner Lieblingsfanta. Auch 6,99. Du holst raus, ich lese vor. So. Fleischkroketten. Die Rindfleischkroketten? Ja. 3,99. 8 Stück. Einer hat mir ja vorhin zu go. Dann haben wir hier einmal Schokomel. Oh, Schokomel 1,69. Ein Parfüm namens Athletica. Ja, das ist von Paco Rabanne. Paco Rabanne. Das Olympia, ne? Oder wie heißt das? Olympia? Ist, egal, ihr wisst, was ich meine. Das Nachgemachte davon. 5,99. Dann eine. Was ist denn das? Was kommt denn da raus? Von der Krokette? Ja, Paniermehl. Muss jetzt nicht hier noch. Ach so. Das schon. Dann haben wir uns so eine türkische Wurst geholt, die Helalwurst. Helalwurst. 1,89. Dann einmal Dubbelfla. 1,49. Den haben wir zweimal. Und einmal Vanillefla. Auch 1,49. Oh, ich bin so müde. Und eine Tüte. Dann hier so ein Gläschen Mini-Rindswürstchen für 99 Cent. Ja, genau. Knackwürstjes. Kaffeepads, 100 Stück für die Senseo. Sind das die für 5,99? Ja. Pommes-Sticks. Boah, was ist denn gerade los? Dann haben wir uns hier so drei Barbecue Chorizo Würste geholt. Barbecue-Würstchen. Finde ich den Preis jetzt gerade nicht. Ich glaube 2,99. 2,59, ja. Da dachte ich mir, die in kleine Scheiben schneiden in eine Pfanne. Das ist bestimmt geil. Hier ist der zweite Plano. Dann haben wir hier Eierküken. Eierküken 1,49. 8 und 2 dazu, 10 Stück. Dann haben wir hier Rum Butter Custard Cake. 1,99. Kenne ich alles übrigens nicht. Rum Butter. Dann haben wir hier, ich weiß nicht, wie viel ist das? 2 Kilo oder so? So kleine Fische, die man. Spiering heißt nicht. 1 Kilo. 3,99. Die kann man ja so essen. Die Gräten kann man damit essen. Noch ein Parfüm. Das war auch eine Nachmache, aber von was? Poison. Hypnotic Poison. Ja. 5,99. Zwei Packungen Ibuprofen. Weil ich die öfter mal brauche gegen Kopfschmerzen. 1,79 jeweils. Da kann man ja so Medikamente holen. Dann habe ich für einen Freund ein griechisches Bier geholt.
Für einen Freund? Ja. Ach, ich dachte für dich? Nö. Okay. Mythos. Ich glaube, das war's. Das war der zwei Brüder Einkauf. Mhm. Okay, und dann habe ich noch ein paar Schuhe mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt vorhin. Ich zeige euch die nochmal. Ich habe einmal hier so im Buffalo-Style diese Boots mitgenommen für einen Zehner. Fand ich die richtig schön. Ich mag ja so Leoprint. Und dann habe ich mir dieses Shirt geholt. Du Bitch. Was? Ja. Fand ich cool. Was hat es gekostet? 10, 15 Euro? Weiß ich nicht. 14,99. Fand ich echt cool. Ja. Und dann habe ich noch zwei Paar Schuhe geholt. In diesem Laden hier. Schuhe. Ist auch direkt, wenn man vom zwei Brüder weiter in die Stadt reinläuft, auf der linken Seite, auf der rechten haben die auch. Dann habe ich einmal hier diese nachgemachten Nikes. Ja, ne? Ja, sind Air Max. Boah, riech mal. Nein, danke. Ich hoffe, die anderen haben nicht so gerochen. Aber auf jeden Fall sehen die fast identisch aus und ich fand die Farbe echt schön. Und dann auch wieder nachgemachte Air Max in der Farbe. Ich konnte mich nämlich nicht entscheiden, ich fand beide schön. Und dann habe ich die hier auch mitgenommen. Für jeweils, wie viel haben die gekostet? 19,99. Ja, das war's, oder? Mhm. Das war unser kleiner, feiner Fenlo-Einkauf. Jetzt versuchen wir alles mal in den Kühlschrank unterzubringen. Ermin ist schon dabei. Die ganzen Dosen. Wisst ihr noch, das hatte ich ja schon mal beim letzten zwei Brüder-Einkauf, wo die ganzen Dosen da unten gestapelt waren. Und ja, heute essen wir mal. Ich wollte Kirmes-Champignons machen. Schön mit Aioli und Knoblauch und Zwiebeln und ein bisschen Petersilie. Hast du Lust nachher drauf? Mhm. So, wir haben jetzt ein bisschen gechillt, waren ja heute in Holland shoppen und schauen wir mal, was da in der Küche passiert. Ja, ich mache gerade die Donuts in den Kühlschrank rein, weil sich hier schon die Fruchtfliegen angesammelt haben. Mhm, das schmeckt. Drauf. Was auch sehr mysteriös war, auf dem Donut war ein verpackter Ferrero Rocher. Warum packt so, man den nicht aus? Jetzt mache ich Kirmes-Champignon. Lecker, lecker mit Zwiebeln. Ich bin ja nicht so ein Champignon oder allgemein Pilze mag ich nicht. Aber die vom Weihnachtsmarkt oder von der Kirmes sind immer ganz gut. Da esse ich mal ein, zwei von. Und die werden jetzt gemacht. Aber ich habe schon gesagt, nicht darauf verlassen, dass ich hier einen großen Anteil von verspeise. Und was kommt wieder zum Einsatz? Chiliöl. Also. Sag mal, Schatz, wo sind denn die Zwiebeln? Ach, da. Richtig gut. In Holland gab es kein Chiliöl, was preislich mithalten konnte. Und das hier ist übrigens Pflanzenöl, Chili, Knoblauch und kommt aus Belgien. Warum willst du allein sein? Warum hältst du deinen Kreis klein? Warum hast du mein Lifestyle? Hier hat jemand schon den ganzen Tag einen Ohrwurm. Warum willst du nicht mehr mein sein? Warum willst du allein sein? Schon mal überlegt, nach DSDS zu gehen? Check ich nicht, check ich nicht. Ich mach Remix. Oh, die Bananen hier. Sieht gut aus, ne?
köstlich. Mm. Ja, die werden immer reifer. Hier steht jemand auf reife Sachen. Die werden immer vergessen da oben, ne? Ja, ich bin eh nicht so ein Bananenesser. Ja, aber Alexander mag ja Bananen gerne. Aber irgendwie, die müssen in den Kühlschrank, sonst vergessen wir die. Ja, das stimmt. Im Kühlschrank würden die gut laufen. Ja. Ja, nächstes Mal im Kühlschrank einfach. Ja, hau rein in Scheiß. Ich habe schon gesagt, immer wenn das Öl ist, haben wir einen Grund, um bei Action einzukaufen. Ja. Sind die von der Kirmes, sind das nicht so kleinere Champignons? Ist doch egal, ob die kleine oder groß sind, die schneidet die. Ich habe so einen leisen Verdacht, dass du heute sehr viele Pilze essen musst. Warum machst du denn nicht, Baby? Ja, ich werde es versuchen, aber... Wenn es die auf der Kirmes gibt, esse ich halt ein, zwei. Auf der Kirmes kosten die 5 Euro. Ja, ich kaufe mir da nicht. Ich, 3 kleine Pilze. Ich schnorre mir die woanders, weißt du? Hm. Naja, ich bin mal gleich gespannt, wie es schmecken wird. Ich bin gespannt, wie viel du essen wirst. Ja. Ja, so, Pilze sind jetzt fertig. War natürlich viel mehr. Wir haben jetzt schon einen Teller gegessen. Lecker mit Aioli. So, lecker mit Aioli. Die Aioli haben wir übrigens vom Aldi geholt. Mhm. Und die ist echt lecker. Ja. Wirklich. Können wir euch empfehlen. So, schön mit Toastbrot. Yum, yum. Mann. Also, die Pilze waren echt lecker. Hier der Beweis. Ich habe 2 Portionen. Aber ich habe jetzt nicht so viel davon gegessen, aber die waren wirklich lecker, ehrlich. So, ich habe euch doch letztens erzählt, dass da noch ein Paket gekommen ist. Das habe ich total vergessen und dem Ermin auch noch gar nicht gezeigt. Und jetzt dachte ich mir, kann er sich das mal anschauen, was ich für dich und für uns beide bestellt habe. Das ist da ganz, ganz unten. Das hier? Ja. Zieh es mal raus. Oder ich zieh's raus. Dann mach's mal auf. Lichtmemo. Hm. Muss man aber zusammenbauen. Ich hab's noch nicht gemacht. Mann, ich hätte es dir fertig machen müssen. Ne? Ja, ich kenne das. Kennst du das? Mhm. Schön, ne? Aber erstmal mit Licht gucken. Geht auch mit Strom? Oh, da sind auch Batterien schon drin. Voll cool, Leute. Die Firma heißt Lichtmemo. Da habe ich das bestellt. Da kann man sich... Wie nennt sich das so? Ja, das ist eine Gravur in so Plexiglas, ne? Oder ist das Glas? Plexiglas. Da ist unser Foto, guck mal. Da habe ich ein Foto online hingeschickt. Und da macht man das gleich so da drauf. Und man kann auch die Farbe wechseln. Und dann ist das beleuchtet. Man kann es unten auch gravieren. Da habe ich jetzt unsere Namen, Niki und Ermin. Das soll eigentlich das Unendlichkeitszeichen sein. Mach hier. Ach, das ist noch so ein Lappen zum Wischen. Sauber machen. Und das, wie es funktioniert. Also wir haben es jetzt mal hier hingestellt. Ich mach mal hier so einen ruhigen. Ja, so ein Blau oder... So Blau sieht voll schön aus. So ein langsamer Wechsel ist cool. So. Guck mal, wie das hier... Ich weiß nicht, warum das in der Kamera so aussieht. Das macht so... So Streifen. Eigentlich sind diese Streifen nicht da. Also bei Blau ist es krass. Vielleicht gibt es eine Farbe. Die ist chillig. Ja, die ist ruhig.
Schön, oder? Mhm. Echt schön. Hätte ich mir auch gedacht. Wenn ihr auch bestellen wollt, guckt mal unten in meine Infobox. Da habe ich den Link und einen Rabattcode für euch. Let the old be dead, let the shadows leave my head. When the world is on your shoulders and you feel